Ich glaube, jetzt sind komplett alle Synapsen gebrochen von denen. Das ist ja richtig die Horrorshow hier gerade. Ja, hatten schon ein Licht ausgemacht hier. Irgendwas mit Eiern. Okay, also ich glaube, der Mord ist schlimmer als Licht aus. Fuck. Also ich bin gerade so lang gegangen in den Raum mit dem Emergency Button und dort ist jemand weggelaufen, aber ich kann. Die Person ist genau durch mich durchgelaufen. Ich bin. Ah, es ist so dämlich, aber ich konnte die Farbe nicht erkennen. War sie zufällig schwarz? Nein. Er ist durch dich selbst durchgelaufen. Ich denke, es war Danny. Danny? Damn. Also Pink wirst du doch wohl, Pink wirst du doch wohl erkannt haben, oder? Bei dem Raum, wo die Vitals sind, auf dem Weg zum Vent in dem Raum. Nein, Vitals. Vitals. Nee, ich war da nicht. Ich hatte erst zwei im Dropship, zwei Tasks. Dann bin ich in den Storage gegangen, habe dort das Benzin gemacht, bin hochgelaufen, dort das Benzin abgesetzt, wollte das zweite Mal in den Storage gehen. Und dann ist Sabo da schon report. Ich kann einmal den Deckhengst für Analkuh spielen, weil der war gerade auch die ganze Zeit bei mir im Kanister. Hat sich draus gemacht wie ich. Das wird so ein Skip-Vote von dem her. Oh, ja, das war echt was ganz Neues, das man für sich selbst wurde, das habe ich noch nie gesehen. Klingt ehrlich gesagt am ehesten, Alter, weil wie kann man nicht sehen, wer da durch den Büsch gelaufen ist? Match Bay. Es ist rechtos. Es ist rechtos. Ja, ich hab's nicht gesehen. Also folgendermaßen. Ich bin da drinnen im Raum dort bei unter dem Baum mit rechtos. Rechtos ist so kurz. Ich gehe runter mit die Wasserwehr. Ja, genau. Ne? Und dann gehe ich halt nach oben, guck kurz dort rein, wo die Gasflaschen sind. Dort steht Schwammbob. Ich gehe raus. Dann gehen die Lights aus, ich gehe halt wieder dort rein, um von dort nach oben zu gehen. Dann geht Olimar war auch dort und die Tür geht gerade vor uns zu. Ich mach schnell die Tür auf, weil hier der Fettsackfahrer rausgelaufen kam. Dann gehe ich rein, Report-Button, und ich sehe eine gelbe Leiche auf dem Fußboden. Die erste Runde, der sagt, sieht jemand, wie er durchläuft und hat genau gesehen, Alter. Was soll denn die Scheiße? Kannst du selber sagen. So, ohne Witz. Versuchst dich jetzt hier gerade nur noch rauszureden. Ich kann mehr dazu nicht mehr sagen. Also, Olimar hat es auch an sich gesehen, so wenn ich die Person gekriegt habe. Okay, er hat es nicht gesehen, aber so, er ist mir direkt hinterhergelaufen und wir standen literally im gleichen Lichtkegel. Warum muss ich dann so Millisekunden, nachdem ich den Lichtkegel verlassen habe, jemanden killen? Wie dämlich wäre das denn als Poster? Also, es ist halt rechtos. Was für Lichtkegel, du Fickpflege. Licht! Fabi, Mann, ey. Blöde, ihr seid so dämlich. So Fabi, wie dämlich kann man sein? Und verliert halt die Runde. Und sein Lachsnacken, Alter. Bitte, kehrt das doch mit Hauskämpfen. Meister Detektiv fucking Reschiff oder was? Gib dir erstmal einen richtigen Namen. Mann, das ist eine Story, weil du wirklich ein Poster warst. Nein, eben nicht, genau deswegen bin ich Story, weil ihr so ein Dreck glaubt. Ja, hä? Naja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Also keine Ahnung, was ist hier? Ja. Es war recht, das ist jetzt tatsächlich. Warum habt ihr jetzt ohne mich schon gestartet? Oh, ups. Es sind nur 8 Leute jetzt. Das haben wir hier im blauen Rahmen. Oh. Je nachdem, welche Farbe ich habe, ändert sich das, ich verstehe. Ist ja cool. Achso, ich hab die reported. Was zum Fick? Ah, aua! Shut your fucking face, shut your fucking... Ich hab gerade überlegt, ob ich ein Emergency-Meeting machen soll. Also folgendermaßen. Ich denke, es ist Olimar. Aus dem Grund, dass er den Schlüssel-Task gefaked hat und soweit ich weiß, ist das ein Einzel-Task.
Ich war kurz AFK, dann habe ich den gemacht, dann bin ich runter. Genau, das habe ich gesehen. Das Und du ist hast ihn nicht richtig. gemacht, weil du hast ihn nicht gefaked. Den habe ich ja wohl gemacht, du Lappen. Was soll denn das? Die Hast Tat du war Fetzen kein gedrückt dafür Mitglied, oder aber hast du nein. eine Leiche gefunden? Nee, ich habe keine Leiche gefunden. Das war der Fettsack. Abgeordnete, Krater. jetzt ist Ausnahmezustand. Klatscht auf dem Arsch von der Braut, wenn du Mut hast. Muss abgehen. Pöbeln, bis du gnadenlos rausfliegst. Denn durchs Altenpflegeheim. Mal ausziehen, ausziehen. Oh. Eine neue Map. Ich wollte ja auch gerade vorschlagen. Ich habe Ich war auch für eine neue Map. ich hab meine Post da unten bei der Map schon am Anfang aufgebraucht. So, jetzt bin ich mal Nein, gespannt, was oder? jetzt passiert. Oh, es liegt wieder jemand raus. Jetzt sehe ich schon am Schwarzbild. Ja. Oh, geil, vier Ist Leute rausgeflogen. Nice! Digga, was ist Es sind zwei Imposter, morgen 5 Leute. Nee, Ja, bring mich einfach um, das ist ja eh dann gleich vorbei. Ja, komm, ich stell Ich mir geh einfach, einfach vor, ich stell ich mir einfach in die einfach Mitte, um. komm, bring mich einfach um. Na, warte mal, Moment. Da geh ich noch ein bisschen Genau, klar. ich möchte mich auch mal in die Mitte stellen. Geil. Also Oder? das war die geilste Runde, die ich je gesehen habe. Oh Mann. Man, das Spiel verarscht doch schon wieder heute, ey. Aber ey, Langton, gute Runde. Gut gespielt. Ja, wir haben das richtig. Dann kriegt Langton mal einmal eine Imposter-Runde heute und dann sowas. Na, 10 mal mehr sein. Da hast du eine zweite Deswegen Runde. habe ich jetzt auch Crewmate, möchte ich nur kurz betonen. Ich bin Crewmate. Ja, eine zweite Runde und mit mir natürlich. Ich glaube, da ist was im Busch. Um den Busch herum. Hier kommt Busch. Zwei Busch oder wie auch mal die Serie hieß. Toll, lang Ton. Junge, die Stöhne. Oh, können wir nicht machen gerade. Licht aus, weil wir es schon hatten, oder wie? Stell dich mal vor, wenn man fett wäre, würde der Pimmel mitwachsen. Oh, Wisst ihr, woran ihr erkennt seid, dass ihr übergewichtig seid? Ja. Ja, du vor allem, wenn ihr runterschaut auf eure Beine. Dann sehen wir bald. Und fuck, ich hab die Le Oh mein Gott. So, jetzt einmal kurze Frage an Osterhase. Wer ist denn dir gerade über den Weg gelaufen? Das war Umspers. Dann muss es Rumsbers gewesen Also, sein, weil der das war war auch neben das war uns. unten links. Genau. Und Was? er ist nämlich nach rechts weitergelaufen in Richtung Electrical. Und dann ist er in Electrical reingelaufen, hat den lieben kleinen, wer auch immer gerade gestorben ist, ich glaube grün war es, getötet und ist dann oben rausgewendet. Ich bin nirgendwo rausgewendet. Ich bin einfach nach rechts weitergelaufen. Hat mich irgendwo jemand rauswenden sehen? Ich glaube nicht, weil ich nicht rausgewendet bin Also irgendwo. ich hab Frankie Wenden sehen. Nee, ich habe keine Ahnung, Frankie ob du rausgewendet bist, aber es liegt natürlich Wenden. Ich war gerade am Madbase-Camper. Ich bin überzeugt, Richtig, also kann ich ja da gar nicht rausgekommen sein. es muss aber, dann kannst du aber auch im Wendgewebe geblieben gewesen sein, weil ich habe noch die Blutspritzen sehen im Raum drinne. Da habe ich noch kurz geschaut, ob noch jemand im Raum drin ist, aber dann ist er wahrscheinlich schon raus. Entweder warst du noch im Wend drin oder bist Wenn drin und bist dann Ja, irgendwo oder anders Danny hat sich raus. dahin gewendet, wenn er mit bei ist. Ich war da nicht drin. Aber wenn Fabi sagt, dass er dich noch kurz gesehen hat, wie du in die Richtung gelaufen bist. Mit Danny kann er genauso hingewendet sein, wenn er gerade sagt, er ist im Medbay drin. Wir sehen noch nicht mal, wo die Leiche jetzt lag. Wolle Medbay. So, Tränki. Da es anscheinend nichts anderes gibt, was haltbar ist. Und in Nigeria sind die Dörfer durchaus mal überzeugt. Weil ich Warum in habe die ich die Richtung Story? gelaufen So, bin. Junge, das ist ja, das Wort Wie gibt's ja gar krumm, nicht. Das ist ja, Alter. mal ein Astreiner Zweck rein. Genau, kill ihn von da. Kill ihn von da, Anton.
Tschüss. Das ist die einzige Chance, wieder gewinnen. Ich kann Reactor nicht anmachen, weil da die Leiche liegt. Das ist das Problem. Ja, das ist ja mein fuck, ey, schafft man nicht mehr. Da lag ein Fettsack auf dem Boden und die Analkugel war in dem Raum. Und nein, oder? Hat den Fettsack übersehen, obwohl er so fett war. Aber da muss man ganz umgelegen haben, oder? Ja, warst du um... Was hast du gerade gemacht? Ich habe den Simon Says Task gemacht, das ist auch mein letzter Task. Hast gedacht, ja. Und es ist auch der letzte Task, glaube ich, allgemein. Das heißt, theoretisch können wir jetzt einfach skippen und ich mache den innerhalb der Zeitlimits, weil ich habe nur noch zwei Stages offen. Können wir auch machen. Also ich denke, wenn du es nicht... Also ich bin zusammen mit Jan Hofer reingelaufen. Ich glaube, es ist Jan Hofer, weil... Ganz, darf ich das kurz erklären? Ja, bitte. Wir beide, Danny, waren ja... rechts und da bin ich auch kurz vor dir weggerannt, weil du mir gefolgt bist. Dann warst du im Admin und ich bin runter zum Mülltask. Davor ist dann Fabi schon von links gekommen und nach rechts, aber Fabi wurde ja ausgeschlossen vom Fetzerkrieg selbst. Und dann bleibt nur noch Jan Hofer und soweit ich weiß, habe ich den auch im Augenwinkel dann von rechts, schon von links kommend hochgehen sehen, deswegen auch ein Ausschlussverfahren. Aber ich würde sagen, wir skippen jetzt, ich mache den Task und dann ja, das hat sich doch sind wir auf der sicheren Seite. Das denke ich nicht. Schau mal nicht mehr. Mann, ich will dich killen. Hallo. Ja, hab ich doch gesagt. Das war Langton. Kommt mit nach Lazy Town. Mann, was ist denn los? Schönster Ort der Welt. Oh shit. Oh geil. Oh nein. Dann los. Mann, der Namenlose. Der kleine schwarze Neger mit dem weißen Kostüm, er schmückt sich in fremden Federn, er liegt leider im Medbay. Und ich kann sagen, dass Ulimas Leiche bei Electrical liegt. Ich war im Medbay. Ulimas Leiche liegt im Electrical. Mann, fahr. Mann, fahr. Hä? Oh, wir haben gewonnen. Juhu.